Die versuchen uns da draußen ganz schön wütend zu machen, ne? Die versuchen uns mit allen möglichen Mitteln wütend zu machen. Es ist richtig auffällig und es ist peinlich. Ich habe jetzt die letzten Wochen kaum mir mal Zeit genommen, in irgendwelche Nachrichten von den öffentlichen Medien und so länger reinzuschauen, wenn überhaupt. Es reicht manchmal wirklich mal kurz über die Überschriften zu huschen, um zu wissen, wo die gerade so stehen, was sie so vorhaben. Und naja, man kennt ja den ihren Plan sowieso im Groben. Und die bringen auf jeden Fall eindeutig in letzter Zeit so Meldungen raus, die die Menschen wütend machen sollen, empört sein oder fühlen lassen sollen. Ja, sich empört fühlen. Das wollen sie und sicherlich sind wir auch empört, aber wir reagieren nie so, wie die das wollen. Also die wollen in uns eine Wut erzeugen, die uns auch Böses tun lässt oder sowas Falsches, Unkontrolliertes. Und da haben sie sich halt geschnitten, weil wir sind halt nie so, wir haben uns halt im Griff, wir können uns beherrschen und wir lassen uns nie fremdleiten. Und ja klar, genauso wie Hund und Katze und andere Tiere können auch wir mal wirklich ordentlich auf Krawall gebürstet sein. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht diese Wut, die die haben wollen. Auf Krawall gebürstet erzeugt etwas ganz Natürliches. Und es gibt uns in den Richtungen Kraft, wo wir sie demnächst brauchen, die Kraft. Wir werden sie nicht verschleudern wie eine sinnlose Wut, die die mit ihren Nachrichten bei uns künstlich erzeugen wollen. Das ist lächerlich, was die da draußen probieren. Ist wirklich lächerlich. Echt. Aber auffällig, wie sie es probieren und was sie so versuchen, was ihr Ziel ist. Die warten ja schon seit Jahren darauf, dass, ja, gerade, dass die Deutschen, die sogenannten Deutschen, dass die auf die Straße in Massen gehen und richtig durchdrehen, dass es einen Bürgerkrieg gibt, dass es Revolutionen gibt und all das, ne? Darauf warten die ja schon seit ein paar Jahren und denken sich immer, na, wieso klappt das denn nie? Wieso drehen die denn nie endlich durch? Ein Haufen Horrormeldungen jede Woche, jeden Monat, Jahr für Jahr. Und ja, die Menschen nehmen schon wahr, was dort gemacht wird. Und da ist sicherlich auch mal eine Wut da. Aber nicht die, die die haben wollen. Also die unkontrolliertes Verhalten zur Folge hätte. Da können sie lange warten. Wir sind auf der Lauer und wir sind bereit. Sicherlich. Aber wir haben keinen Pfeil zu verschwenden. Ja. Naja, die verausgaben sich, bemühen sich, inszenieren und machen und machen. Und wir machen nicht das, was die wollen, sondern wir kommen immer mehr zu uns selbst und bereiten uns vor und werden immer stärker und erfahrener und klüger und nutzen die Kraft des Feuers, die ja durchaus in Wut drinsteckt, ja, die nutzen wir eben sinnvoll demnächst. Immer dann, wenn es genau richtig eingesetzt ist. Das ist der Unterschied. Wir können die Polarität getrost anwenden, ohne uns zu versündigen, ohne uns in unserer Seele zu beschmutzen. Wir wenden die Polarität der Elemente an. Die Eigenschaften der Elemente, die können wir getrost und mit Gewissen geprüft so anwenden, dass wir beide Pole der Eigenschaften anwenden können. Immer bewusst, kontrolliert und beherrscht für das Richtige eingesetzt, ne?
ist das eben nicht das Gleiche wie eine blinde Wut, die sie bei den Menschen erzeugen wollen mit ihren provozierenden Nachrichten. Ja, zum Beispiel, bloß mal ein kleines Beispiel. Wenn die dann eben melden, dass die Familie dieses Mannes 27 Millionen Entschädigung bekommen, weil eben das Unrecht geschehen ist, dass ein Mann durch das Knie eines Polizisten letztendlich zu Tode gekommen ist. Das soll uns sicher sehr provozieren, denn kennen wir ja Dutzende Bilder aus dem eigenen Lande, wo die sowas, wo die Polizei, wie man sie nennt, sowas ja auch mit Menschen hier macht, mit Frauen und Männern, mit Jungen und Alten. Und da bekommt niemand irgendeine Entschädigung, eher noch eine Anzeige oder irgendwas. Obwohl ich gehört habe, dass oftmals überhaupt keine Anzeigen kommen. Es ist alles Kino. Angst sollen wir haben, eingeschüchtert sollen wir werden. Und andererseits, die, die halt da nie zu besänftigen sind, die sollen wütend werden und sollen durchdrehen auf der Straße, damit die da dann endlich einsetzen können, was sie schon lange geplant haben. Dass die Todesstrafe bei Demonstrationen, bei Unruhen auf der Straße Gesetz ist, das ist schon seit einigen Jahren so. Das wurde in der EU vor einigen Jahren beschlossen, dass die Todesstrafe sozusagen erlaubt ist, wenn Menschen auf der Straße bei Unruhen in Anführungsstrichen durchdrehen. Dann darf man sie abknallen. Irgendwann könnten sie dieses Gesetz anwenden. Und dafür müsste aber noch ein bisschen mehr passieren. Da reicht es nicht, ein paar Schergen vorzuschicken, die eine Provokation auslösen sollen. Das nicht immer das schwappt über und steckt die anderen Menschen an. Die Menschen, die wahrlich noch immer noch Menschen sind, oder das Wort ist natürlich auch wieder so eine Sache für sich, ihr wisst, was ich meine. Menschen, die Empathie haben und geistgeführt sind und nicht nur mit programmiertem Verstand durch die Gegend laufen, die lassen sich nicht so leicht provozieren zu etwas Falschem. Und das ist gut so. Ja. Sie haben das Recht, empört zu sein und ihre Empörung auch zu äußern oder zu zeigen, natürlich. Aber sie dann dazu zu verleiten, blind Fehler zu machen, damit die ihren nächsten Schritt ihrer Pläne umsetzen können, den Gefallen tun wir ihnen nicht. Wir heben uns die Kraft für die Momente auf, wo wir sie wahrlich brauchen. Und wir machen die schon noch platt. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber wir werden das machen, wenn wir wissen, dass das jetzt in dem Moment nötig ist. Und nicht, weil die uns in irgendeine Situation künstlich hineinbringen wollen. Da haben wir nur ein müdes Lächeln übrig und wir bleiben beherrscht und nutzen unsere Elemente immer sinnvoll und bleiben dabei sauber. Ja, weil wir in einer ursprünglichen Pflicht des Lebens handeln und weil wir im Recht mit Gewissen handeln, werden wir auch unbesiegbar sein. Wir lassen uns zu keinem Fehler verleiten. Das hätten sie gerne, ne? Die versuchen es. Die wollen reizen, verleiten, sowas halt. Beherrschung. Das können wir. Wir werden noch immer besser darin. Und wir setzen unsere Fähigkeiten für das Richtige und Sinnvolle ein, wo es auch was bringt und einen großen Nutzen hat. Nicht verschleudern und verschwinden. Das machen wir nicht. Die machen das aber die ganze Zeit. Und somit vernichten sie sich im Prinzip immer mehr schon selbst, nehmen uns die Arbeit ab
und sie verraten sich auch immer mehr selbst und nehmen uns damit die Arbeit ab. So betrachtet sollen sie ruhig weitermachen mit ihren Meldungen. Nun gut. Schön, dass ihr kluge Menschen seid. Beherrschte Menschen seid. Angstfrei. Mutig. Naja. Und wir wissen sogar, weil das ist alter Volksmund, dass wir rein sein sollen und rein bleiben sollen in jeder Ebene. Das heißt nicht, dass wir da die zweite Wange hinhalten müssen, nein. Das heißt, wir dürfen die Polarität getrost anwenden und wir dürfen uns wehren. Und wir dürfen uns verteidigen und all das, natürlich. Aber wir bleiben dabei rein. Rein im Gewissen, rein in der Seele, im Charakter, rein im Geist. Und dass das wichtig ist, ganz wichtig, das wussten wir schon, im Prinzip schon immer. Und das ist nie wirklich richtig aus uns ausgerottet worden. Hat nie wirklich geklappt. Und die Sachsen, die haben ja so das Dialekt, was oftmals genau exakt das gleiche ist wie Altdeutsch. Da sind Wörter noch manchmal mit drin oder Aussprachen, die findet man in der altdeutschen Sprache wieder. Zum Beispiel, wenn ein Sachse, ein Ostsachse, gibt ja verschiedene sächsische Dialekte, aber gerade so das Ostsächsische oder das aus den bergischen Ländern, also Gebieten, aus den bergischen Gebieten, inklusive der Täler in den Bergen, da spricht man halt zum Beispiel so, dass man, wenn jemand sich total schräg und falsch und daneben benimmt, ohne Gewissen und unanständig und dumm, schädlich, wenn sich da jemand so benimmt, dann ist man empört und sagt, bist du Nirene? Na, also bist du nicht rein? Bist du nicht mehr rein in dir? Na, das heißt so viel wie, bist du nicht mehr bei dir? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Hast du dich verloren? Ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Wie kannst du dich so verhalten? Bist du noch ganz klar im Kopf? Bist du Nirene? Ja, und das heißt, wenn wir so das, diese alte Aussprache so, bist du Nirene? Bist du Nirene oder was? Das ist so diese Empörung, diese Verwunderung. Sag mal, hast du den guten Pfad verlassen? Das darfst du doch nie machen, dann regieren dich doch Teufelchen im Kopf. Dann machst du doch alles falsch, dann schadest du doch dir selber und vielleicht sogar noch anderen. Das kannst du doch nie machen. Sei doch kein Dummkopf. Ja? Und das wussten wir schon immer, dass wir uns reinhalten müssen. Das ist uraltes Urwissen von uns. Ja, und die wollen uns halt stinkwütend machen, aber wir sind auf Krawall gebürstet, wie es auch der Hund oder die Katze dann manchmal ist. Und wir spüren dadurch exakter und genauer mit jedem einzelnen Härchen, was hier passiert und was die versuchen. Aber blind vor Dummheit werden wir dennoch niemals sein. Aber diese krawallgebürstete Energie, die nutzen wir sinnvoll, positiv. Und es sollte für die, die denken, die können mit uns dumme Spiele spielen, eine Warnung sein. Wir sind auf Krawall gebürstet, durchaus. Aber eben nicht dumm. Gar nicht. Das klappt nicht. Da können sie lange versuchen, uns zu provozieren. Und manche sagen ja, gib diesen Idioten oder den Falschen oder dem Falschen, gib da keine Aufmerksamkeit. Und da möchte ich nochmal sagen,
da bin ich schon längst, schon seit Jahren viel weitergekommen. Ich gebe nicht einfach nur Aufmerksamkeit oder würde irgendwie Parasiten füttern. Ich bin ja nie wie solche, die dann sagen, komm, kleine Zecke, hier darfst du bei mir trinken, bitte, ich hab dich lieb. Ja, also so, ich gebe Parasiten keine Aufmerksamkeit, sondern wenn ihr seht, dass ich aktiv bin oder in einer Art Kommunikation mit Parasiten, dann gebe ich denen keine Aufmerksamkeit, sondern ich entlarve sie, für alle sichtbar, und ich bekämpfe sie. Felice, warte, du kriegst gleich was. Die will so gern immer so kleine Extra-Portionschen haben. Sie kann in der Küche die ganze Zeit ihr Trockenfutter fressen, aber nein, sie möchte das extra serviert in kleinen Portionen an ihrem Lieblingsplatz haben. Mizi, warte, ich komme gleich. Die Süße. Ist lustig. Ich mag der ihren frechen Willen. Wo war ich jetzt kurz noch? Ich wollte noch schnell was zu Ende sagen. Ja, jetzt hatte ich Pause kurz gemacht und habe doch erstmal ein Portionchen gegeben, der Mietsmauz. Mir ist trotzdem wieder eingefallen, wo ich abgekommen war, und zwar Aufmerksamkeit geben. Das kann schon mal falsch sein, weil man dann vielleicht die Parasiten füttert. Das wollen wir ja nicht. Aber das heißt nicht, einfach nur wegschauen ist dann B, ne? Also das eine ist A, das andere ist B und mehr gäbe es nicht. Nee, wenn ich mich auf die einlasse, dann um sie zu entlarven und um sie zu bekämpfen und zu vernichten, ins Nichts zu eliminieren, ja? Die Wahrheit macht frei. Und man, das Wegschauen nicht. Und manchmal, wer es kann und wem es liegt, der verliert kein bisschen Energie. Im Gegenteil, es tut ihm gut, auch mal ein bisschen Empörung oder Dampf verbal abzulassen. Und natürlich sachlich bleibend, absolut immer sachlich und beherrscht. Also bleiben ist wichtig und wird auch eingehalten, ne? Aber ich gebe dann keine Aufmerksamkeit, sondern ich offenbare, ich entlarve und ich nehme denen alle Argumente. Ich zeige denen den Spiegel vors Gesicht. Im Prinzip bin ich noch gütig, weil da drin immer eine Chance steckt, dass die sich befreien können von ihrem Irrweg, von ihrem falschen Ego, von ihrem Fremdwesen in ihrem Kopf und alles. Gut. Ich hoffe nicht, dass die noch irgendwie zu sich kommen, weil das weiß ich inzwischen schon längst besser. Aber wenn sie schädlich sind, werde ich das eben nie einfach hinnehmen und zulassen, sondern da werde ich ganz klar sagen, so geht's nie. Und wenn du nie einsichtig sein kannst mehr, weil in dir schon ganz viel abgestorben ist, dann werde ich dich offenlegen, damit das jeder sieht, wie du spielst. Und dann werde ich dich somit vernichten. Weil du unnütz bist. Das, was in dir eingezogen ist, das, was dich fremd leidet, das ist nur schädlich. Nützt niemanden, nützt dem Leben nichts. Seit wann nützt ein Floh dem Leben? Das ist nur die Resonanz, weil wir so viel Dunkles zugelassen haben, viel zu lange. Und Aufmerksamkeit geben, was da so schnell mal gesagt wird, gib keine Aufmerksamkeit. Wisst ihr, selbst wenn ich kein Pieps machen würde, ist es so, dass das nichts mehr als nichts im Moment noch sein kann, weil Milliarden Menschen das Falsche anbeten, nicht nur ein bisschen Aufmerksamkeit geben, indem man jemanden eben auch mit sich selbst konfrontiert. Das wird eben schon zum Vorwurf gemacht. Aber wenn halt Milliarden Menschen den falschen Gott anbeten und ihn damit in unsere Wirklichkeit hineinholen, sodass er mehr sein kann als nichts,
Das ist doch viel schlimmer. Das ist Aufmerksamkeit geben. Diesen Dunkelwesen, die mehr als nichts sein wollen. Denen die ganze Zeit Anbetung zu geben, weil man sich täuschen lässt. Das ist doch viel schlimmer in der Auswirkung. Also, über die Falschen zu reden und sie zu entlarven und es offen zu legen, wie sie spielen und was sie sind, ist nicht Aufmerksamkeit geben, sondern ein Teil davon, was es braucht, sie zu vernichten. Ja. Also nicht immer so schnell irgendwelche Sätze, die im Kopf einprogrammiert sind, zulassen und abtippen, sondern mal tiefer nachdenken, welche Sätze sind denn eigentlich in deinem Kopf, huschen da rum und dirigieren dich. Prüfen, ne? Erstmal prüfen, was du da sagst, was du da redest, was du da schreibst. Prüf's mal vorher, bevor du diese Energie wirklich absendest und noch größeren Schaden anrichtest und letztendlich denen die Energie raubst, die dabei sind, für dich mitzukämpfen, weil du es noch nie kannst. Also wen willst du schwächen, wenn du unkontrolliert deine Sätze durch die Gegend schleuderst? Seid verantwortungsvoll in allem, was ihr tut. Aber das seid ihr ja, ihr lieben Zukunftsmenschen. Macht's gut.